Need for Speed Unbound wird jetzt bald 2 Jahre alt und das bedeutet, es wäre jetzt eigentlich mal wieder Zeit für ein neues Need for Speed, oder? Wenn man sich einmal die Vergangenheit anschaut, dann gab es lange Zeit jedes Jahr ein neues Need for Speed, bis man irgendwann nicht mehr hinterherkam und die Spiele immer schlechter wurden. Seit 2013 kam aus diesen Gründen also nur noch jedes zweite Jahr ein neuer Need for Speed Teil heraus und die Spiele wurden trotzdem immer schlechter. Naja, kleiner Spaß, es waren schon ein paar solide Teile dabei, aber ja. Jedenfalls würde das bedeuten, dass dieses Jahr endlich wieder ein neuer Need for Speed Teil kommen müsste, aber nein, diesmal nicht. Hierzu müssen wir uns jetzt einmal anschauen, was in der Vergangenheit passiert ist. Genauer gesagt gehen wir einmal zurück ins Jahr 2009, das Release-Jahr von Need for Speed Heat. Das Spiel war endlich mal wieder etwas, wo viele Fans zuversichtlich waren. Es war einfach mal wieder ein spaßiges Need for Speed und viele Updates sollten auch noch kommen, was dann aber am Ende leider alles abgesagt wurde und man das Entwicklerstudio einfach gefeuert hat und Criterion eingestellt hat, die jetzt am nächsten Need for Speed arbeiten sollten, beziehungsweise nach ein paar Monaten sollten sie am nächsten Battlefield arbeiten. Und das Spiel war ja, wie schon mal erwähnt, nett gesagt, Katastrophe. Das alles hat dazu geführt, dass Unbound erst 3 Jahre später erschienen ist, anstatt 2, und man dadurch eine lange Durchstrecke hatte, wo es nicht wirklich was gab. Eine lange Durchstrecke muss man aber zum Glück nicht haben, wenn man die Drinks von Holy nutzt, denn die haben für jede Lebenslage den passenden Drink parat, egal ob Energy Drinks, Hydration Drinks oder Eistees. Hier gibt es für alle 3 Produkte eine wirklich gute Alternative ohne Zucker und den anderen künstlichen Sachen, die man so kennt. In der Vergangenheit hatte ich zum Beispiel immer mal nach guten Eistee-Alternativen gesucht und nie wirklich was gefunden, was natürlich ist und gut schmeckt. Man hat ja auch ein paar kreative Zusammensetzungen, also nicht einfach nur Zitrone oder Pfirsich, was man sonst so kennt. Zum Beispiel Apple Green Tea finde ich hier echt sehr nice und es ist halt ohne Koffein und mit echtem Fruchtgeschmack, so kann man es immer mal nebenbei trinken, wenn man keine Lust auf Wasser hat. Ich kann dir hier das Probierpaket von Holy auf jeden Fall mal empfehlen auszuprobieren, wo du alle Sorten und Drinks einfach mal testen kannst. Das sind insgesamt 42 Portionen, ist also ca. 1 € pro Portion, da kommt man also eine lange Zeit mit aus. Ist auch momentan gut runtergesetzt und mit dem Code CAGES5 sparst du nochmal 5 € auf deine erste Bestellung. Erster Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Kannst du einfach mal klicken. Klick drauf. Mach es. Tu es. Aber wieder zurück zu Need for Speed. Nachdem wir jetzt einige Jahre eine Durststrecke haben, gab es vor einiger Zeit ja wieder ein paar erfreuliche News, dass Criterion wieder an einem neuen Battlefield arbeiten soll und sich deswegen wieder nur ein kleines Team um Need for Speed Unbound kümmert, was zuerst vielleicht schlecht aussah, im Nachhinein aber sogar echt gut für Unbound war. Nur wird das neue Battlefield vermutlich nicht vor 2025 erscheinen und dann wahrscheinlich wieder ein Reinfall sein. Und dann hat man einfach wieder 1 bis 2 Jahre verschwendet, wo man hätte an einem neuen Need for Speed Teil arbeiten können. Deswegen kann man davon ausgehen, dass frühestens 2025 der nächste Need for Speed Teil erscheinen wird. Ich denke aber, dass es eventuell sogar noch länger dauern könnte, denn bis jetzt hat man auch noch gar nichts über das neue Need for Speed gehört und Need for Speed Mobile kam ja jetzt auch vor kurzem raus, was jetzt nicht unbedingt was heißen muss. Mir wäre das persönlich lieber, wenn sie erstmal sich etwas mehr Zeit lassen und dann bitte auch aus den Fehlern lernen und dann ein richtig geiles Need for Speed mal wieder rausbringen. Denn ich glaube, wir haben es alle langsam satt, diese halbfertigen Spiele zu haben beim Release und die dann erst 1 bis 2 Jahre brauchen Updates, bis sie dann überhaupt gut spielbar sind. Ein Vorteil hat es zwar, und zwar man kann die Spiele da einfach günstiger kaufen nach ein paar Monaten, aber ja. Test Drive Unlimited Solar Crown ist ja jetzt hier wieder das Paradebeispiel gewesen, was letztens rauskam. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Aber kommen wir nochmal zurück zu Need for Speed Unbound, welches mich wirklich in den letzten Monaten positiv überrascht hat. Außer diese teuren Autopacks für 15 €, wo wir ein paar Emojis und Klamotten kriegen. Frag mich, wer sich sowas eigentlich kauft. Und das Lustige ist, dass genau zu dem Zeitpunkt ist, wo weniger Leute an dem Spiel arbeiten, wo der meiste Fortschritt passiert, ist auf jeden Fall interessant. Es wird regelmäßig nach Feedback gefragt und gute Updates kaum heraus, also wirklich gute Updates. Natürlich hat das Spiel einige Fehler, aber wenn man es wirklich schafft, einen neuen Need for Speed Teil auf dem Stand wie Unbound jetzt ist herauszubringen, dann denke ich, wären einige wirklich sehr zufrieden. Vielleicht wäre es sogar eine gute Sache, wenn generell kleinere Teams an einem Spiel arbeiten oder halt darauf geachtet wird, dass man wieder Spiele aus Leidenschaft entwickelt. Ich persönlich weiß natürlich nicht, woran es jetzt gelegen hat, das fragt man sich ja immer, dass bei der Entwicklung von Unbound so ein Sinneswandel kam, aber ich denke, das wäre das Wichtigste überhaupt, dass man das auf jeden Fall bei behält, was man da jetzt geschaffen hat für das nächste Need for Speed. Denn wenn man mal zurückschaut, als Ghost Game 2013 den ersten Need for Speed Teil nach der Übernahme herausgebracht hat, war es auch ein kleineres Team und sie haben sich Feedback eingeholt und auch einige Sachen umgesetzt. Jedoch war hier jeder Need for Speed Teil wieder gefühlt was komplett Neues. Es wurde einfach keine richtige Basis geschaffen, worauf man dann aufgebaut hat. Need for Speed Rivals war hier eher in Richtung Need for Speed Hot Pursuit, was auf jeden Fall ein cooles Game war, hat natürlich auch einige Fehler, aber ist meiner Meinung nach auch ein bisschen underrated.
Dann kam Need for Speed 2015, wo man ins komplette Gegenteil ging, mit Tuning, echten Schauspielern und so weiter, quasi ein Versuch, wieder in Richtung Underground zu gehen, und da hätte man auf jeden Fall auch auf das Feedback hören können und das 2017 umsetzen können, um dann wieder einen richtig guten Need for Speed Teil zu machen. Stattdessen kam dann aber Need for Speed Payback, was wieder was komplett Neues war. Es gab weniger Tuning, eine Fast and Furious-like Story, also eher wie die neuen Teile, und Casinos. Eigentlich auch kein schlechtes Spiel, außer halt die Microtransaction, aber darauf hätte man trotzdem aufbauen können. Dann kam aber 2019 Need for Speed Heat, was meiner Meinung nach das beste Need for Speed der letzten Jahre war. Es hat zum ersten Mal einige Sachen gut kombiniert, die man vorher falsch gemacht hatte, und ein paar coole neue Elemente eingebracht. Nur war der Online-Modus einfach schlecht und es gab komischerweise auf einmal keine Drag-Rennen mehr, die es im vorherigen Teil noch gab und gut ankam. Und dann hat man sich einfach gedacht, wir sind fast da, bald haben wir es raus, wie wir einen richtig geilen Need for Speed Teil machen. Also lass uns wieder alles resetten und einfach ein anderes Entwicklerstudio holen. Muss man nicht verstehen, aber ja, mich wundert auch gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Unbound hat natürlich auch einige Elemente aus Heat übernommen, aber auch hier waren einige Sachen schlechter, die man jetzt nach und nach gefixt hat, und ich finde, hier hat man jetzt wirklich eine gute Basis, wo man aufbauen kann. Multiplayer ist wirklich richtig gut, sowas hatten wir zuletzt in Need for Speed Most Wanted, also die 2012 Version. Tuning ist gut, man kann natürlich noch einige Sachen verbessern, aber fürs Erste passt es, und besonders die Kombination vom Underground Update, wo das alte Driften und die Drag-Rennen hinzugefügt wurden, mit dem Hot Pursuit Update, wo man Cop-Autos freischalten kann und es einen Cop vs. Racer-Modus gibt, finde ich persönlich echt top. Denn hier hat man es erstmals wieder geschafft, beide Welten etwas zu kombinieren. Also etwas für die Hot Pursuit-Fans, aber auch für die Underground-Fans. Mal gucken, was sie sich noch für das Volume 9-Update einfallen lassen. Eventuell sind da noch ein paar interessante Sachen dabei, die man im nächsten Need for Speed-Teil einbauen wird. Und da kommen wir schon zur Frage, was wäre jetzt eigentlich für ein neues Need for Speed wichtig? Und hier würde ich auf jeden Fall sagen, dass man den aktuellen Stand von Unbound nimmt und darauf aufbaut, weil sonst wird es wahrscheinlich wieder im Chaos enden. Und auf jeden Fall sollte wieder eine kleine Story dabei sein, eventuell wieder sowas wie ein Blacksys-System oder so ein Crew-System, wo man irgendwelche Gebiete erobern muss oder sowas in der Art. Sowas finde ich immer relativ simpel und macht auch am meisten Spaß, auch wenn jetzt die Story in Unbound jetzt nicht schlecht war und Story an sich auch nicht wirklich relevant ist. Und eine kleine Story bringt dem Spiel immer ein bisschen Charme, besonders Most Wanted kennen wir ja alle. Das war auch keine grandiose Story, aber es hat einfach Bock gemacht. Dann natürlich bitte keine Comic-Effekte mehr. Hier und da ein paar Experimente sind okay, aber ich denke, die meisten sind einfach nicht so ein Fan davon, und wenn, dann sollte man das optional machen, hat man jetzt auch mit Unbound gemacht, aber generell diese Figuren, denke ich, es wäre besser, das nicht im Comic-Style zu machen. Und ganz wichtig, den Singleplayer und den Multiplayer-Fortschritt bitte nicht separieren, denn es gibt einfach viel zu viele Leute, die gerne lieber Singleplayer zocken statt online, und die haben von den coolen Update von Unbound einfach 0,0, was echt nicht sonderlich gut durchdacht ist. Eine abwechslungsreiche Map darf natürlich auch nicht fehlen, ich fand die Map aus Unbound okay, aber da fand ich zum Beispiel Need for Speed Heat etwas cooler. Generell muss man sagen, dass die Maps aus Need for Speed eigentlich immer relativ solide waren. Das Einzige, was ich hier halt noch verbessern würde, ist halt, dass man den Tag etwas spannender gestaltet, denn meistens war es in der Nacht einfach viel spannender als tagsüber. Updates mit neuen Autos und Tuning-Teilen ist natürlich auch ein Muss. Bitte auch einfach mal hier ein paar gratis und von mir aus auch ein paar Car-Packs, aber dann zu einem normalen Preis, so wie das Forza Horizon zum Beispiel macht, und nicht hier 1000 Euro für ein paar Autos. Und ja, Soundtrack sollte natürlich auch gut sein, und das ist so eine Sache, wo ich nicht so recht weiß, wie man das lösen kann. EA will halt viele neue Musiktitel nutzen, aber meiner Meinung nach sind die einfach viel zu unpassend, besonders Unbound und Heat hatten echt nicht so einen geilen Soundtrack, und früher war EA eigentlich immer bekannt für einen richtig guten Soundtrack. Da ist halt die Frage, ob man wirklich wieder eher zu den früheren Style zurückgeht oder ob man das irgendwie mischt, so zwischen moderne und ältere Songs, die auch wirklich zum Vibe passen, was halt bei Unbound gar nicht der Fall war. Oder sowas wie Radiosender wäre vielleicht auch eine coole Sache, wo man sich dann auswählen kann, welche Musik man haben will, denn generell Musik in Rennspielen ist halt nicht zu unterschätzen. Man muss natürlich sagen, da würde man wieder von Forza klauen, deswegen, aber das benutzen auch sehr viele andere Rennspiele heutzutage, Radiosender. Finde ich auch nicht die optimale Lösung, aber wäre auf jeden Fall mein Gedanke wert. Die Autoliste fand ich hier in den letzten Jahren eigentlich immer relativ gut. Man könnte eventuell noch ein paar ältere Modelle hinzufügen, sowas wie ein Golf oder diese alten Starterautos aus den alten Need for Speed Teilen. Und Toyota wäre natürlich ein Traum. Da gibt es übrigens auch wieder ein bisschen Hoffnung, denn letztens kam ja Need for Speed Mobile heraus, wo man sehen konnte, dass wieder Toyota dabei war. Was natürlich heißen könnte, dass man jetzt die Lizenzen für Toyota hat.
hat und dass man deswegen im nächsten Need for Speed Teil auch wieder auf Toyota hoffen kann zumindest. Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt gar nicht so große Ansprüche an ein neues Need for Speed Game. Ich meine, die letzten Jahre haben uns immer eines Besseren belehrt, aber ich versuche immer noch ein bisschen optimistisch zu sein und ich denke, das sind alles Sachen, die auf jeden Fall machbar sind. Vielleicht könnte man dann auch mal so ein Video machen, wo wir als Community das perfekte Need for Speed entwerfen. Wäre auf jeden Fall mal eine coole Idee. Abschließend kann man also sagen, dass wir das nächste Need for Speed frühestens 2025 sehen werden und spätestens 2028, würde ich sagen. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich 2026 sagen. Macht einfach am meisten Sinn vom Zeitabstand her. Da kann man auf jeden Fall auch einen ordentlichen Need for Speed Timer herausbringen. Zumindest hat man genug Entwicklungszeit. Hoffentlich. Also sollte man zumindest haben. Und solange sie den Ansatz beibehalten, regelmäßig nach Feedback zu fragen und das dann tatsächlich umzusetzen, wie sie es aktuell tun, kann man positiver Dinge sein. Aber mal schauen. EA hat uns ja schon oft überrascht, wie zum Beispiel mit Need for Speed Heat, was ich mir in diesem Video hier nochmal angeschaut habe.